so irgendwas. Keine Ahnung, ich improvisiere jetzt. Wir haben zu Hause noch heute so eine riesen Bibliothek mit Schallplatten, mit Dino Lipatti, mit Radulupu, mit Horowitz, mit alles, was es damals gab. Und ich habe diese Musik dauernd bei uns zu Hause habe ich das gehört. Und dann ich war erst mal unterm Klavier, als mein Vater gespielt hat, weil mir hat gefallen, wie dieser Resonanzboden klingt. Und da unten, das war für mich, wie ich hatte mir ein Zelt gemacht. Ich habe hier auf dem Klavier solche Vorhänge geklebt und da drinnen habe ich mich versteckt. Und ich habe diesen Klang um mich herum, ich war wie in so einem Kokon, wahrscheinlich von dem Bauch meiner Mutter noch, waren so unterbewusste Erinnerungen. Ja, und dann hat mein Vater gesagt, komm mal von da runter, komm mal hierher an den Flügel und spiel was. Und zuerst haben wir nur improvisiert. Er hat mir gesagt, ja, hier so der Bär, aber hier ist so eine Maus oder so irgendwas. Und es hat dann ernstere Formen angenommen. Wir haben solche Reise zusammen erlebt, solche Erlebnisse auf der Bühne. Das kann man einfach nicht vergessen. Und für mich einfach diese Momente, diese Persönlichkeit, die sie mit mir geteilt hat, das ist unersetzbar. Und das letzte Mal, wo wir zusammen gespielt haben, es war dieses Jahr noch in Hohenems im April. Die letzten Aufnahmen mit Michaela stammen von ihrem Auftritt mit dem Kammerorchester des Bayerischen Rundfunks, mit dem sie das Schönhomm-Konzert gespielt hat. Das erste Mal, als ich es spielte, war ich 9 Jahre alt oder 10 Jahre alt. Und seitdem immer wieder. Das sind über 20 Jahre. Und ich denke, ja, was kann ich da noch neu machen? Gerade bei Mozart ist die Kontrolle wichtig. Es muss frisch klingen, es muss spontan klingen, aber nicht zu kitschig, nicht zu, man braucht guten Geschmack. Thank you.
der zweite Satz ist, glaube ich, das Orchester fängt an mit diesen Seufzern. Und ich sage immer, die sollen diese Ass so, wie ein, das ist wie ein Messerstich. Und dann kommt das Klavier. Es zieht sich so ein wahnsinnig, jetzt habe ich so zu blöd abgebrochen. Es zieht sich durch Moll und Dur wie zwei Stimmen, wie eine Frau, die leidet, die weint, oder ein Mann, der sie bittet, oder sie bittet ihn. Es ist immer ein Dialog und es kommt dann von Moll, er moduliert nach Dur. Das ist ein ganz anderer Charakter. Nachher, man muss Attacke anfangen mit dem dritten Satz, nach so einem Schmerz, ich bin wie erfroren, wie wir starten nach diesem Schluss. Man muss plötzlich, das ist der Mozart, der wieder, vergessen wir den Schmerz, machen wir wieder lustig.